Heute in der Folge geht es an einen Wolkenkratzer. Boah, unser erstes richtig fettes Hochhaus hier, sag ich mal, in unserer Craft City. Bin auch selber ein bisschen erstaunt, wie groß das jetzt ist. Aber was wollen wir heute versuchen zu bauen? Naja, wir teilen uns ein bisschen in ein paar Teile auf, denn ich bin ja selber noch hier ein bisschen am Basteln. Wir werden heute natürlich hier einmal den unteren Teil wie versuchen, schon ein paar Stockwerke uns zu bauen. Und natürlich, ihr seht, hier haben wir auch wieder Schiebetüren. Ich verlinke euch natürlich gleich mal das Video dazu, wie man sich Schiebetüren basteln. Ganz klar, ne? Zack. Ich bin aber noch ein bisschen unentschlossen, wie ich mir innen drin mein Hochhaus machen will. Ihr seht, es ist noch alles leer. Das möchte ich mir dann, sag ich mal, so in kleinen, ja, Spielfilmen und so einrichten, dass man das dann auch wirklich nutzt für Filme. Aber sonst ist es noch ziemlich leer. Ihr seht, da ist noch nicht wirklich eine Decke drin. Boden ist ja auch nicht drin. Das ist ja alles noch hier ganz klar Beton. Wir haben dann auch hier zwei coole Sachen. Und zwar können wir einmal mit Fahrstühlen hoch. Und ihr seht, ich habe hier noch nichts drin. Das ist einfach noch, weil ich unentschlossen bin. Ich weiß noch nicht genau, was für einen Fahrstuhl ich mir reinbasteln will. Ich habe erst einen Wasserfahrstuhl gebaut, da dachte ich mir so, nee, dann gibt es ja noch einen Lorenfahrstuhl oder Pipapo. Ne, da muss ich noch gucken, was für eine richtige Art ich mir für Fahrstuhl machen will. Da machen wir eine separate Folge. Vielleicht habt ihr auch eine Idee schon, was man hier machen könnte für einen Fahrstuhl, könnt ihr mal reinschreiben. Ja, aber ansonsten gibt es dann auch noch Plan B, falls man keinen Fahrstuhl sich bauen will. Natürlich kann man dann auch noch sich mit Treppen sich natürlich jede Etage machen. Aber wenn man, sag ich mal, sich so 10 oder 20 Etagen macht, wer will dann da die Treppen laufen? Ne? Wir wollen ja schon Fahrstuhl, wir sind ja eine moderne Gesellschaft. Ne, da sind wir ja nicht mehr, sag ich mal, so sportlich und können die Treppen schaffen. Ja, aber so sieht es erstmal aus. Wir können auch einmal nach oben fliegen, bevor wir anfangen zu bauen. Denn da habe ich auch noch so ein paar Sachen, wo ich mir denke, so, ah, wie will ich denn mir das machen? Wenn wir erstmal hochkommen, ich habe hier echt viele Etagen drauf gemacht, denn es soll ja auch wirklich ein Wolkenkratzer sein und es ist ja keiner, wenn er an den Wolken ankratzt. So, da sind wir oben und ich werde mir auch das so machen, dass die letzte Etage über den Wolken ist. Ihr seht ja hier ist ja noch gar nichts. Ne? So wird es am Ende bei uns hier in der Folge aussehen oben. Das werden wir dann auch alles hier wieder umarbeiten und zu unserem Dach machen. Da will ich mir vielleicht auch einen Heliplatz und sowas bauen. Naja, müssen wir mal schauen. So, aber genug erstmal hier zum Wolkenkratzer. Jetzt müssen wir natürlich auch erstmal nochmal basteln, ja, die ja hier die Maße hat. Da brauchen wir auch immer erstmal ein paar Blöcke. So, für unser Wolkenkratzer holen wir uns erstmal polierte Schwarzsteinblöcke raus, denn polierte Schwarzsteinziegelblöcke. Dann holen wir uns dann nochmal schwarzen Beton raus, weißen Beton und hellgrauer Beton. Bei diesen Betonfarben, ne, könnt ihr auch immer die Lieblingsfarbe nehmen, die ihr wollt, in der denn natürlich euer Wolkenkratzer entstehen soll. Ich mache so einen ganz typischen weißen erstmal. So als erster Wolkenkratzer kann er ruhig weiß sein. Dennoch unser polierte schwarze Stufen hier. Dennoch ein paar Steinziegeltreppen und Glasblöcke. Und zwar, ich nehme jetzt türkise Glasblöcke. Kannst auch hellblaue nehmen oder blaue, was dir halt gefällt für deinen Wolkenkratzer. Aber ich finde, türkise passen ganz gut, also nehme ich die. So, sobald wir dann jetzt alles zusammen haben, geht es wie immer erstmal ran, damit wir erstmal das Maß haben für unser Wolkenkratzer. Und ihr braucht da schon eine schöne Fläche für. So, ich habe uns das hier wieder mal schön aufmarkiert. Also, von der Länge insgesamt so 58 Blöcke, das ist so Minimum, was ihr euch nehmen müsstet. Und von der Länge oder Breite eher gesagt, ne, also Breite 46 Blöcke und Länge 48 Blöcke. So einen Radius bräuchtet ihr für euren Wolkenkratzer. Ihr könnt immer gerne noch ein paar Blöcke mehr nehmen an den Seiten für euren größeren Bürgersteig oder so. Das würde auch mal passen. Aber so, das ist ein bisschen das Mindeste, was man braucht. Das könnt ihr euch dann jetzt schon überall so ein bisschen auf euch platzieren, wo ihr das hinhaben wollt. Oder im Nachhinein kann man sich auch das Hochhaus immer noch duplizieren irgendwo anders hin. Denn es ist ja nicht im Radius von 64x64, also von daher kann man es noch gut kopieren. So, kommen wir erstmal zum Grundmaß unserer Wolkenkratzer. Wir nehmen unsere polierten Schwarzsteinblöcke. Ja, die Frage, wie fangen wir denn am besten an? Fangen wir erstmal an, dass wir uns ein Viereck bauen. So, ich mache mir jetzt erstmal ein Viereck hin. Dann gehe ich jetzt einfach mal zu irgendeiner Seite. Und dann lasse ich mir jetzt einfach mal drei Blöcke Platz. Setze mir so ein, dann sage ich mal so, ach, naja, ist ein bisschen doof erklärt. Also wir haben unseren Vierer hier. So, dann gehen wir jetzt hier einfach mal drei Blöcke. Setze mir einen hin, einen vorne, einen hinten. Also wir hier so eine Dreierstrebe haben. Ne? Die ist jetzt nicht weiter rüber, als jetzt hier unser Vierer ist, aber einmal nach hinten mehr. So, dann lassen wir wieder drei Blöcke Platz. Setzen wir wieder so einen Dreier hin. Dann lassen wir vier Blöcke Platz, wieder ein Dreier hin, drei Blöcke Platz, wieder ein Dreier hin, drei wieder freilassen und ein Vierer. So, dann haben wir schon mal die Vorderseite. Jetzt geht es wieder weiter nach hinten. Da lassen wir jetzt einfach mal, ich würde mal sagen, wenn wir jetzt hier von der Vorderseite gucken, ne, gehen wir jetzt mal auf die rechte Seite. Da müssen wir mal ein bisschen aufpassen. So, jetzt lassen wir mal vier Blöcke Platz, setzen wir hier wieder so ein Dreier hin. Dann lassen wir wieder vier Blöcke Platz und setzen diesmal nur ein Zweier hin, sodass vorne keiner übersteht, ne, wie beim anderen. So, jetzt gehen wir auf die andere Seite, auf die linke Seite. Hier lassen wir wieder vier Blöcke Platz, machen uns einen Dreier hin. Dann lassen wir uns fünf Blöcke Platz, also jetzt ein mehr, wieder ein Dreier hin, wieder fünf, wieder ein Dreier und dann vier. Und wieder so ein Zweier, dass vorne keiner übersteht. So, jetzt haben wir schon mal die eine Seite fertig. Später bauen wir das synchron nochmal auf der anderen Seite. Das ist genauso jetzt, wie wir jetzt unsere verstärkten Säulen machen von unserem Wolkenkratzer. Dann nehmen wir jetzt einmal unseren weißen Beton, fliegen mal zu unserem Zweier.
So, daneben können wir einen ansetzen. So, nochmal so ein Zweier. Und einmal mehr ein in die Mitte rein. Ne? So, dann gehen wir mal zur Seite und setzen noch 1, 2, 3, 4 Blöcke ran. Einmal hier nach außen und ein so schräg nach innen. Ne? Können wir uns einmal so setzen. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir jetzt zur anderen Seite hier mal lang. Und setzen jetzt vor unserem Zweier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 weitere weiße Blöcke ran. So, dann können wir hier einmal so zur Seite nach hinten gehen. Lassen mal die Ecke hier frei. Und setzen wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Blöcke ran. Sobald wir die dann haben, geht es wieder hier zur Seite ran. Da setzen wir wieder 1, 2, 3, 4 Blöcke hin. Dann mal ein Zweier nach innen. Und wieder 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke jetzt. So, sobald wir das haben, würde ich mal sagen, gehen wir hier schräg von außen, setzen 1, 2, 3, 4, 5 hin, also 5 Blöcke, denn so ein so schräg davon. Dann sollten wir perfekt hier beim anderen Einer sein und sollten noch dazwischen 3 Blöcke haben. So, daneben können wir hier mal die Strebe auch zur Seite ziehen und hier oben würde ich mal zack, so einen Knubbel nach innen setzen. Und dann könnt ihr auf der anderen Seite auch nochmal so einen Knubbel hinsetzen. Lasst mal einen Block frei, andere Seite genauso, dass ihr euch das macht. Denn ihr seht ja schon meine blaue Markierung. Da werden wir später die Wand ein bisschen dicker bauen, damit das innen drin auch alles passt, denn sag ich mal mit dem Treppengelände und auch natürlich mit dem Fahrstuhl. So, hier würde dann später der Fahrstuhl kommen. Machen wir jetzt erstmal nochmal die Grundmaße für unser Treppenaufgang. So, wir fangen am besten wieder bei unserem Zweier an. Da gehen wir wieder nach vorne weg. 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke. So, Zweier nach hinten und 1, 2, 3, 4 Blöcke nochmal hin. So, dann gehen wir hier mal zur Seite lang, lassen den einen hier mal so offen, so schräg, setzen wir uns einen hin. Wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Blöcke. Na, also 15 Blöcke genauso wie auf der anderen Seite. Wieder einen hier Platz lassen in der Ecke und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke hinsetzen. Schräg davon setzen wir nochmal 3 Blöcke hin. So, dann gehen wir jetzt hier wieder nach vorne. 1, 2, 3, 4 Blöcke, sodass wir hier insgesamt 5 haben. Ein schräg, 3 Blöcke Platz lassen, wieder einen Block hin und jetzt seitlich davon setzen wir wieder einfach mal 2 Fünferreihen hin. So, wunderbar und fertig. So, wir können aber gerne schon mal eine Markierung machen für spätere Säulen. Gucken wir am besten mal hier vorne von diesen 2 Einerknubbeln. Richtet euch mal hier dann von diesen nächsten Säule aus. So, da lassen wir einfach mal 1, 2, 3, 4 Blöcke Platz, ab dem 5. Knubbel hin. Andere Seite auch, gleich ab diesem Block hier. 1, 2, 3, 4 Blöcke jetzt nur, zack und Knubbel hin. Ja, an sich ja nur 4 Blöcke. Stimmt, nur 4 Blöcke und ab dem 5. setzt den Knubbel hin. Und hier werden wir auch später beim blauen Beton auch noch die Wand ein bisschen dicker machen. Aber dazu kommen wir erst, wenn wir innen drin, sag ich mal, den Treppenaufgang machen, weil dann sieht das ein bisschen besser aus. So, jetzt kommen wir nochmal auf die andere Seite und wollen auch nochmal mit unserem polierten Schwarzstein auch nochmal hier alles vormarkieren. Diesmal fangen wir aber jetzt einfach mal auf der Rückseite hier an. Ihr seht ja hier diesen Dreier, ne, wenn wir hier sind. Setzen wir einen Zweier da einfach mal hin. So, dann lassen wir wieder, ziehen wir so nach hinten. So, jetzt lassen wir 4 Blöcke Platz. Wieder ein Dreier hin, 5 Blöcke Platz, Dreier hin, 5 Blöcke Platz und einen weiteren Dreier hin. Jetzt kommt ein Vierer und dann kommen wir hier vorne an unserer Ecke wieder zu unserem Vierer, unserer polierten Blöcke. Sobald wir das haben, geht das wieder hier zur Seite weg. Lassen jetzt wieder 3 Blöcke Platz, unseren Dreier hin, 3 frei, 3 hin, 4 frei. Hier kommt ja unsere Tür später rein. Wieder 3 hin, dann 3 Blöcke Platz lassen, wieder unseren Dreier hin. 3 Blöcke Platz und unser Vierer. So, sobald wir das dann geschafft haben, geht es jetzt wieder hier einmal ran. Da lassen wir wieder 4 Blöcke Platz, unseren Dreier hin, 4 Blöcke Platz und den Zweier hier schön perfekt in die Ecke rein. So, in meiner Vormarkierung siehst du schon so etwas. Und zwar kannst du jetzt hier immer, bei dem Dreier genau hier in der Mitte, überall so einmal den Boden austauschen. Und zwar wollen wir ja da später unsere Glasblöcke drauf machen. Das sieht natürlich doof aus, wenn wir da Erde drunter haben oder den Boden von unserem Hochhaus. Von daher, nimm da irgendeinen Block, den du möchtest. Ich empfehle jetzt ein bisschen Schwarzbeton, weil das passt später ganz gut, wie wir das machen. Also könntest du jetzt gerne jetzt schon mal dir einfach mal hier überall dazwischen noch so Schwarzbeton ziehen, wenn du möchtest. Musst du nicht machen, ist einfach eine Empfehlung von mir. Denn jetzt kommen wir jetzt erstmal dazu, dass wir unsere polierten Blöcke weiter bearbeiten. Dann nehmen wir jetzt einfach mal unsere polierten Schwarzstein-Ziegelblöcke. Und zwar setzen wir darauf jetzt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habe ich hier jetzt richtig gezählt? Ja. Also 6 Blöcke von unseren polierten Schwarzsteinblöcken setzen wir einfach mal rauf. Insgesamt 6 Stück. Ihr braucht eigentlich nicht mehr zählen, wenn ihr es einmal schon gemacht habt. Ja, also 6 mal hier unseren Ziegelblock rauf. Und dann setzt ihr noch einmal rauf unsere polierte Blockschicht hier nochmal rauf. Also 1, 2, 3, 4, 5,
6. Oh, jetzt habe ich mich, glaube ich, verzählt. Nee. So, 6 Blöcke also von unseren Ziegelblöcken rauf. Und dann nochmal zum grünen Abschluss nochmal unsere polierten Blöcke einmal rauf. So, nach getaner Arbeit sollte es denn so erstmal aussehen mit unseren ganzen Steinsäulen. Jetzt geht's mal weiter mit unserem schwarzen Beton. Wie gesagt, ihr könnt einmal unten immer hier in der Mitte von unseren Dreiern immer hier schon mal alles einmal verbinden. Und sobald wir es haben, machen wir es noch zweimal. Und zwar, wo machen wir es am besten? Ich fange jetzt hier vorne einfach mal bei unseren Vierecken an. So, wir haben ja hier immer unsere Dreier, ne? Mitten. So, ganz oben in der Mitte können wir hier einmal auch so eine Strebe einmal lang ziehen. Das ziehen wir uns hier überall einmal lang. Und dann lassen wir einfach mal 2 Blöcke Platz und ziehen hier eine weitere Strebe lang. Ne, immer schön hier in der Mitte könnt ihr euch das hier einmal so lang ziehen. Aber da könnten wir ruhig vorne bei unserem Haupteingang, den wir hier haben, der ist ja hier, sag ich mal, hier gewesen, ne, mit unserem 4. Da machen wir einfach mal hier einfach mal die eine Strebe ein bisschen dicker auf eine 2er. So, ihr könnt natürlich auch gerne immer die Farben ändern, wenn euch natürlich der schwarze Beton zu dunkel sein sollte. Aber ich finde das einfach super mit diesem Stein, das passt da super. Außerdem hebt sich das ja später hin ab, wenn wir, sag ich mal, das Hochhaus ja oben weiß bauen. Du kannst auch andere Farben nehmen, ne? Aber das hebt sich dann echt ab. Da denke ich auch gerade so, ne? Wir dürfen ja nicht vergessen, auf der Rückseite haben wir ja auch nochmal einen Eingang. Falls du die überhaupt den machst, ansonsten musst du es halt genauso lassen wie überall. Aber ansonsten, hier haben wir ja auch so eine 4er Fläche frei vorne auf der Mitte. Und da machen wir auch nochmal ein bisschen dicker. Naja. So, jetzt haben wir jetzt jedenfalls hier überall unseren schwarzen Beton einmal langgezogen. Und ich würde mal sagen, damit wir nicht im Nachhinein so viel Glas auf einmal bauen müssen, nehmen wir jetzt einmal mal unsere Glasblöcke und können die jetzt hier noch drin einmal beziehen. Ne, dass wir die jetzt einfach hier komplett einmal dazwischen machen. Du kannst auch natürlich gerne Glasscheiben nehmen, wenn dir das gefällt. Aber ich finde Glasblöcke, die passen einfach besser. Die wirken, sag ich mal, nicht so zerbrechlich. Und ich weiß nicht, irgendwie finde ich Glasblöcke jetzt dafür besser, für so ein Hochhaus statt Glasscheiben. Aber du kannst natürlich auch gerne Glasscheiben nehmen, wenn du willst, ne? Jetzt haben wir natürlich schon mal unsere Glasblöcke einmal reingezogen. Natürlich solltest du die jetzt nicht machen, da vorne, wo wir unsere Türen haben, weil da machst du dann später deine Schiebetüren rein. Und nochmal gesagt, ich habe dir verlinkt oben im Video in der Ecke, sag ich mal, so einen Link zum Video, wo du, sag ich mal, solche Schiebetüren dir einfach basteln kannst mit den Kopierblöcken, ne? Dass man dann, sag ich mal, hier durchgehen kann. Man kann natürlich auch normale Türen nehmen, ist ja keine Frage, aber ich finde das irgendwie immer schicker. So, jetzt kommen wir aber jedenfalls mal, würde ich mal sagen, erstmal zu unserem polierten Schwarzeinstuhl. Und zwar richten wir uns wieder einfach hier vorne zu unseren Säulen. Und zwar können wir jetzt hier einfach mal 1, 2, 3 weitere Reihen hier vorne einmal langziehen. Ja, das machen wir hier auf jeder Seite einfach so komplett 3 Stück, die wir uns hier einmal so ein bisschen langziehen. So, ich habe es erstmal nur auf einer Seite gemacht. Die andere Seite ziehe ich mir gleich im Nachhinein. Also, wir setzen jetzt hier unter natürlich so 3 weitere polierte Stufen einfach mal hin. So, jetzt fliegen wir mal zu unseren 4er Ecken. Und zwar wollen wir die hier ein bisschen kürzen. Und zwar, wir gucken am besten hier von der Säule. Und zwar könnt ihr jetzt einfach mal hier mal dieses Viereck einmal hier in der Ecke freihauen. Und nochmal 2 hier an der Seite so weghauen. So, hat das irgendwie geklappt? Wir machen es nochmal auf der anderen Seite. Jetzt gucke ich mal von oben hier von der Ecke. Also, ich schlage erstmal hier diesen 4er weg. Und nochmal hier einen auf der Seite und einen auf der Seite. So, dass wir hier an sich 4 Stufenecken haben, ne? Hier von oben von unseren, ja, hier sag ich mal oben von diesem einen letzten Block, ne? Dass wir hier an sich nur 4 Stufen haben. So, wir wollen es nochmal auf der anderen Seite machen, dann sitzt es auch jedenfalls bei uns. Also jetzt erstmal 1, 2, 3 Stufenreihen hier komplett einmal, ups, so einmal langziehen hier. Und hier auf der anderen Seite, wenn wir das ja auch wieder so lang gezogen haben, gehen wir auch wieder hier vorne zu unseren Ecken, schlagen wieder hier so einen 4er weg. Ich glaube, das ist der einfachste Weg. Und nochmal hier einen auf der und einen auf der Seite. Ja, das glaube ich ist der einfachste Weg. Machen wir nochmal auf der anderen Seite. Also 4er weg und einen hier und fertig. So, jetzt geht es weiter schon mit unserem Beton. Also such dir jetzt die Farbe aus, in der du natürlich jetzt dein ganzes Hochhaus machen möchtest. So, bei mir ist es einfach mal rot-weiß. Und dann fangen wir jetzt einfach mal an. Wir haben ja hier, sag ich mal, hier uns ja schon unseren Grundriss, ne, so ein bisschen gezogen. So, den können wir uns mal hochziehen. Und zwar müssen wir jetzt hier nicht 10, sondern einfach nur jetzt einen höher setzen, als wir, sag ich mal, jetzt hier diese Stufen haben. So, das heißt jetzt hier erstmal komplett ziehen wir das alles einmal hoch. Du kannst auch ruhig alles hochziehen. Alles, was wir jetzt hier mit dem weißen Beton gesetzt haben, kannst du hochziehen. Sogar, sag ich mal, hier diese Dinger. Alles kannst du hier hochziehen. Alles ein Block halt höher. Jetzt haben wir schon mal hier unsere 2 Komplexe mal hochgezogen, halt ein, als wir jetzt hier unsere Stufen haben. So, dann kommen wir noch zu einer Sache, und zwar, dass wir das nicht vergessen. Und zwar, wir haben hier super schon die Mitte. Wir haben hier vorne diese 3 Eröffnungen, das ist perfekt die Mitte. Von der aus könnt ihr euch mal nach hinten richten, lasst mal unten so 3 Blöcke Platz und schlagt mal hier 3 weg. So, die könnt ihr ja mal zack, so nach oben hauen, denn hier werden wir später ein Fenster uns reinmachen. Wir können ja nochmal überprüfen, ob das jetzt wirklich die Mitte war. 6 Blöcke hier und 6 Blöcke hier. Ja, perfekt die Mitte. So, machen wir noch auf der anderen Seite.
Wir richten uns vorne von der Eingang. Ist perfekt, halt die Mitte der 3. Ne? 1, 2, 3 hinten Platz lassen und 3 weg. Weil hier werden wir ja so ein riesiges Fenster uns ja nach oben machen. Wäre ja Quatsch, wenn wir das zuziehen und dann später wieder alles freihauen müssen. Nein, von daher achten wir schon mal drauf. So, jetzt kommen wir mal dazu. Erstmal, sage ich mal, die erste Etage uns so ein bisschen vorzuzeichnen. Da fangen wir jetzt hier auf der äußersten Reihe hier von unseren Stufen an und setzen da erstmal eine Reihe weißen Beton hin. Das machen wir natürlich einmal auf der Seite wie auf der anderen Seite. Danach setzt ihr darauf dann einfach mal eine hellgraue Betonschicht. Aber bitte nur, sag ich mal, ja, und jetzt hier nicht auf das nächste Komplex auf. Na, einfach hier so rauf, zack. Und dann nehmt ihr wieder euren weißen Beton und setzt ihn einfach wieder darauf. So, und das ziehen wir uns hier einfach mal auf der Vorder- und Rückseite hier einmal lang. So, bei mir habe ich das jetzt schon mal drauf. Hier meine drei Schichten, halt Vorder- und Rückseite. Und jetzt werden wir noch einen Bonus machen. Nehmt euch mal unseren hellgrauen Beton und setzt ihn nochmal ein weiter nach hinten rauf. Hehe, das machen wir jetzt doch einmal. Auch wenn ich sagte, nee, machen wir doch. So, einmal hier rauf. Denn damit ist das Gebäude so ein bisschen verbunden hier mit der anderen Etage. Denn jetzt nehmen wir mal unsere steinzige Treppen. Und jetzt könnt ihr mal hier draußen auf der Etage komplett einmal hier so eine Treppenreihe euch hier einmal langziehen. Draußen, ne? Und dann nehmt ihr euren weißen Beton und könnt jetzt hier mal so eine Strebe euch reinsetzen. Weil diese Streben markieren dann später immer jede Etage, wo, sag ich mal, denn hier auch das nächste Stockwerk anfängt. Ist natürlich ein bisschen tricky später. Wir machen ja heute noch nicht den Treppenaufgang. Oh, hier bei den Zweier sollten wir es freilassen. Setzen wir lieber den weißen Beton einmal dahinter. So. Genau. Weil die Etagen so ein bisschen anderes Maß haben. So, die erste, da bauen wir, sag ich mal, so eine Essenslobby hin, ne, dass du da Kaffee oder sowas trinken kannst. Ne? Unten ist halt sowieso Eingangshalle. Da machen wir mal eine separate Folge dann für die Treppen und so, fürs nächste Stockwerk, wenn wir dann hochkommt. Ne? Dass wir uns da nicht so verwirren. So, ansonsten hat. Ne, das lassen wir mal eins. Das nächste Stockwerk machen wir ein bisschen anders. So, andere Seite machen wir es aber auch noch hier einmal kurz mit den Treppen. Ne, wir haben unseren grauen Beton ja einmal nach hinten gemacht und die Treppen hier einmal nochmal überall einmal lang. So, dann sieht das schon mal so aus. Und dann könnt ihr auch darauf gleich hier nochmal die nächste Betonreihe uns einmal hier lang ziehen. Das machen wir mal. So, das können wir ruhig hier machen. Nicht vergessen, natürlich hier ist unser Fenster. Das sollten wir dann offen lassen, ne? So, andere Seite ziehen wir natürlich auch nochmal die Betonreihe nach. So, okay, sobald wir das jetzt haben, nehmen wir nochmal unsere Treppen. Und zwar gehen wir jetzt mal nach unten und zählen mal 1, 2, 3. Ups, also 1, 2, 3, 4. Und ab dem fünften hier könnt ihr mal das hier einmal ein bisschen austauschen durch unsere Treppen. Weil hier haben wir dann nochmal perfekt 4 Blöcke. Ne, das geht dann voll auf. Und ihr seht auch hier, gehen wir perfekt in die Strebe rein. Und da könnten wir eigentlich, weil ich da jetzt nicht drauf geachtet habe, aber sollten wir, hier einfach mal diesen Block, da sieht man ja eh nicht von innen, nochmal durch schwarzen Beton austauschen. Ne, das sieht dann so aus, ob das da so reinläuft, ne, ins Gebäude. Finde ich ganz schick. Und das machen wir einfach mal. So, aber andere Seite natürlich auch nochmal die Treppen hin und 4 Blöcke Abstand lassen. Ne? Ihr seht ja, unten haben wir auch 4 Blöcke. Also das kann gar nicht ja, falsch laufen. So, und nicht vergessen, hier den einen Block durch den schwarzen Beton austauschen. Ne? Das habe ich jetzt auf der anderen Seite vergessen. Das muss ich jetzt gleich mal noch machen. Ist mir gerade aufgefallen. Ne, hier in der Ecke. Zack, da machen wir schwarzen Beton rein. Sieht einfach ein bisschen besser aus. So, die kleinen Details, ne, die sind ja immer das. So. Kommen wir jetzt natürlich zur nächsten Ebene. Obwohl, halt, bevor wir zur nächsten Ebene kommen, machen wir erstmal unten fertig. So, du kannst gerne die jetzt schon mal die Grasebene austauschen. Ich werde mir diese Arbeit natürlich ersparen, weil ich dieses Gebäude ja schon da drüben habe. Das wird ja später wieder weggebaut, falls du dich wundern solltest. Also lasse ich mir das hier einfach mal als Erde. Aber ich werde was anderes machen. Und zwar werde ich mir jetzt weißen Beton schnappen. Und das fange ich mal einfach hier von der Seite an. Und immer auf diesen eine Blockreihe, die wir, sag ich mal, jetzt so überstehend haben von unserer Glasfront, sitzt jetzt einfach mal eine weiße Betonreihe hier so lang. Ja, das wird hier alles wieder ein bisschen stabiler werden. So, hier überall einmal langziehen. Halt, nicht so weit. Nicht weiter als jetzt hier das so ist. Ne? Das soll hier perfekt abschließen. Zur anderen Seite auch. Ja, dass wir jetzt hier erstmal unsere erste weiße Betonreihe uns langziehen. Und jetzt haben wir die Aufgabe, hier gleich auch noch eine Deckenreihe uns langzuziehen. Da können wir auch gleich mal so machen. Dass wir haben ja hier diese freie Fläche hier bei unserem Eingang. Da lasse ich mir unten einfach nur 3 Blöcke in der Höhe. So, den Rest ziehe ich mir hier nochmal nach oben. Warum mache ich das? Weil wir jetzt eine Decke reinziehen und dann sieht das ein bisschen übersichtlicher aus, wenn wir, sage ich mal, jetzt hier nicht so eine freie Fläche haben. So, der Eingangsbereich hier zu unserem Treppenaufgang reicht mir auch auf eine Dreierhöhe. Oben kann ich mir das zuziehen. So, danach können wir jetzt hier diese freie Fläche, die sich jetzt hier befindet, jetzt würde ich den Beton mal nicht auf meinen weißen Beton platzieren, sondern einfach so, hier einfach mir mal eine Decke reinziehen. Ist auch separat denn gleich der Boden für die nächste Etage. Ganz gut markiert ist es ja auch, sag ich mal, hier mit unserem grauen Beton. Das könnt ihr euch immer sagen, ist immer die Bodenebene für die nächste Stockwerk. Ne, das sehen wir auch hier. Immer der graue Beton ist die Bodenebene für das nächste Stockwerk. Da muss man sich natürlich fragen, dann kannst du ja den Boden gar nicht austauschen für die nächste Etage. Haha, doch.
Denn jede Etage kann ihren eigenen Boden empfehlen, was sie halt da haben möchte. Denn wir werden später, sag ich mal, oder ich werde mir später nochmal später die Decke ja alles verkleiden. Ich lasse mir das ja nicht so im grauen Beton, das will ich ja nicht, sondern ich würde mir dann hier, wenn ich es mal finden sollte, hier einfach meine glatten Quarzstufen nehmen. Ist dann immer super, wenn du das Gebäude auch in weiß hast, dann passt das ja ganz gut. Sonst muss man immer so gucken von der Farbe her. Weil ich werde mir später ja alles nochmal verkleiden mit Quarzstufen und so. Da werde ich mal gucken, ob ich mir vielleicht auch irgendein schönes Deckenmuster mache in der Eingangshalle. Weil da sollte man schon ein bisschen drauf achten, dass man da irgendwas macht. Aber nur schon mal so gesagt, ne, dass man sich schon mal keine Gedanken machen muss um den Boden und so. Ne? Weil man macht später, dann verkleidet man das Ganze noch mit Stufen und so. Und dann kannst du dir perfekte Ebene machen. Das kannst du halt komplett machen. Aber ich habe euch das schon mal zum Anfang gesagt. Wie wir uns das einrichten, das entscheide ich erst irgendwann mal, wenn ich dazu Filme mache. Denn ich habe da so ein paar Ideen. So ein Casino oder so ein illegales Casino könnte man ja, sage ich mal, in dieses Hochhaus machen. Das soll ja kein Apartmenthaus werden. Ne? Das soll ja wirklich so ein Bürogebäude sein. Vielleicht für ein paar Firmen oder so. Und ich bin ja immer so ein kleiner Mafia-Fan. Ja, und das kann ich mir gut vorstellen, irgendwie so ein illegales Glücksspiel-Casino. Denn ich arbeite schon an einigen Sachen für sowas. Da muss ich mal schauen. Ne, da lassen wir uns überraschen. Das könnte noch ein bisschen dauern, aber, wir wollen das schon mal bauen. Ich kann euch auch sagen, hiernach, nachdem wir den Wolkenkratzer fertig haben, kommen ja eh ein paar Folgen, werden wir definitiv auch ein bisschen was bauen für die Unterhaltung der Stadt. Denn es hat ja mal einer geschrieben, ein Kino. Da könnte ich mir auch vorstellen, so ein Theater. Ein Theater habe ich noch nie gebaut oder ein Kino. Ja, müssen wir mal schauen. Na gut, bei den Simpsons haben wir es ja mal gebaut, aber das ist ja schon lange her. Aber da gucken wir mal. So, aber erstmal heute Hochhaus. Ich lenke hier schon wieder vom Thema ab, was man so verbauen könnte. Also. So, meine Decke ist schon mal drin. So soll es dann erstmal aussehen. Können wir nochmal von unten gucken. Wie gesagt, den Boden könnt ihr euch gerne schon mal gestalten, wie ihr wollt. Ja, so sieht dann die Decke aus. Muss man natürlich alles noch ausleuchten, sonst ist es ein bisschen duster. Ne? So, jetzt wollen wir mal nur nach oben gehen und dann jetzt wollen wir mal wieder unseren Weißbeton. Denn wir fangen jetzt erstmal an, uns jetzt, sage ich mal, unsere zwei Aufgänge ein bisschen weiter zu machen. So, da können wir erstmal, müssen wir erstmal alles nachziehen auf die gleiche Ebene, wie wir jetzt hier den Boden haben. Das wäre gar nicht mal so schlecht, wenn wir das machen. So, das würde natürlich dann jetzt hier die Seite werden von unserem Fahrstühlen. Da können wir mit ruhigem Gewissen das einfach mal hier nach hinten ziehen. Bei anderen Seite wird das ein bisschen wieder weggebaut werden, weil wir ja die Treppe hoch machen, ne? Das ist ja ganz klar. So. Gut, dann machen wir uns ja auch erstmal so drei rein. Und jetzt werden wir das mal so machen, dass wir das mal erweitern auf 5. Haha, das wollen wir auf 5 erweitern. Man kann ja, sag ich mal, sich später in der Etage das natürlich auch wieder verkleinern, wenn man will. Aber für unseren Rohbau wäre das ganz gut, wenn wir das auf eine 5er-Fläche machen. So, andere Seite können wir es auch machen. Zack, ich tausche das mal aus und da baue ich mir hier die 5er-Fläche hin. Denn jetzt wollen wir dieses Konstrukt ein bisschen ändern. Jetzt nehmt mal wieder euren weißen Beton. Das machen wir jetzt hier, zack, so ein Dreier hin und andere Seite auch. Oh, so, dann machen wir hier aus ein Dreier und ziehen das hier mal zur Seite. Jetzt muss ich mal gucken, wir haben das... Ne, wir müssen das schon synchron machen wie auf der anderen Seite. Müssen wir mal ein bisschen gucken. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben hier eine Fläche von 4 Blöcken drin. Das heißt, hier haben wir 3. Machen wir hier mal was weg. Müssen wir das so machen hier. Das wie hier auf der Seite. So. 6 Blöcke haben. Ich ziehe mir das gleich einmal ein bisschen höher. Dann sieht man es ein bisschen besser. So, da haben wir hier 6 Blöcke. So, gehen hier einmal so schräg. Dann haben wir hier 5. Und ich ziehe den hier mal hinterher. So, andere Seite auch. Denn ich habe mich jetzt ein bisschen verwirren lassen durch unsere spätere, dicke, also noch eine Wand, die wir ja innen drin ziehen. Damit das alles ein bisschen dicker ist und man dann hier auch nicht von draußen diese Steintreppen sieht. Ne? Das ist ganz klar. Darum kommt ja hier später noch eine weitere Wand dran. So. Gut, jetzt wollen wir das mal auf der anderen Seite machen. Dann sitzt es auch bei uns. Also wir fangen ja an der Seite an. Setzen darauf 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke hin. Was wir hier 6 Blöcke haben. Dann gehen wir hier zur Seite nochmal 5 Blöcke, sodass die Ecke hier frei ist. So, hier haben wir, machen wir einen Dreier hin. Zack, fertig. So, andere Seite ist es ein bisschen leichter, weil hier ist das ja schon so ein bisschen besser vorgegeben. Hier sieht das ganz gut. Hier innen drin, das müsst ihr nicht ausfüllen. Ne? Das ist halt einfach der Hohlraum, den wir haben. Könnt ihr natürlich ausfüllen, aber das wäre Quatsch. So, dann haben wir das hier schon so markiert, weil das wollen wir später so komplett richtig hochziehen. Aber dazu kommen wir dann erst in der nächsten Etage. So, jetzt wollen wir erstmal ein bisschen Fläche wieder ausfüllen. Und zwar, ihr seht ja hier noch so ein bisschen diese Lücke, die wir hier haben. Die können wir komplett jetzt nochmal mit unserem Beton hier einmal ausfüllen. So, den Boden habe ich mir schon mal ausgefüllt. Jetzt kommen wir schon langsam zum Ende unserer heutigen Folge. Ich werde aber noch eine Sache mit euch machen. Und zwar wollen wir noch das erste Stockwerk uns ein bisschen vorzeichnen. Denn in der nächsten Folge geht es dann komplett ran an das nächste Stockwerk. Und wie man sich die dann natürlich so duplizieren kann, ganz easy peasy, dass du nach oben kommst. Da müssen wir aber ein bisschen was basteln, da
sag ich mal, sonst die Treppen und so nicht richtig aufgehen. Das zeige ich euch dann einfach in der Folge. So, aber jetzt hier erstmal möchte euch noch hier den obersten Teil jetzt hier von diesem Stockwerk. Da machen wir jetzt einfach mal hier alles zu. Auf der gleichen Ebene hier einfach mal mit unserem Beton. Können wir ruhig zumachen. In der nächsten Folge kommen wir dann dazu noch mit der dickeren Wand und so. Das machen wir. Dann schlagen wir hier auch ein bisschen wieder was weg. Aber erstmal können wir uns das zugelegen. Hier alles zack. Das stört nicht. Und setzen jetzt einfach 1, 2, 3 Blöcke rauf. Dann gehen wir jetzt einfach mal nach vorne und lassen jetzt immer 6 Blöcke Platz. Also wir zählen mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ab den 7 wieder 3. Und dann wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 wieder 3. Dann wieder 2, 3, 4, 5, 6. Und hier wieder zack. Ab dem 7 machen wir einen Dreier hin. Ja. So, dann wieder 1, 2, 3, 4, 5 und 6. 7 Dreier hin. Dann wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dreier hin, 3, 4, 5, 6, Dreier hin, hier haben wir 3, 4, 5 und 6, machen wir hier wieder ein Dreier hin und jetzt lassen wir einfach mal 7 Blöcke Platz und können hier einfach am Ende ein Dreier hinsetzen. Sollte perfekt 7 sein, ja, passt, wunderbar. So, hier fangen wir wieder an, machen wieder ein Dreier hin und immer dazwischen wieder 6 Blöcke Platz lassen. Also es sollte dann auch perfekt aufgehen, dass wir den letzten dann auf 7 haben. Und die Etage, die wir uns ja machen, diese wird ja dann, sag ich mal, mehr für Cafés und so sein, ne? Wenn man, sag ich mal, vielleicht irgendein paar Leute trifft. Ja, und das soll nicht im Büro sein, ne? Dann macht man das natürlich unten in der Lobby oder so. So, und dann haben wir hier wieder perfekt 7. Ja, wunderbar. So, jetzt kommen wir jetzt schon dazu, darauf die nächste Ebene zu machen. Und zwar machen wir jetzt hier, obwohl das ist immer ein bisschen umständlich so, wir sollten eher, bevor wir darauf die nächste Ebene machen, hier unsere Glasblöcke wieder einmal drin platzieren. Ja, dann machen wir das Ganze auf eine Dreier Höhe und danach kommt dann hier, sag ich mal, wieder diese Etage. Aber ich würde sagen, erstmal Glasblöcke rein. Und wenn wir natürlich jetzt unsere Glasblöcke drauf haben, ihr seht, dann ist es viel einfacher, hier einfach die nächste Etage zu machen. Das ist eigentlich wieder das gleiche System, dass wir jetzt hier wieder diese drei Blöcke machen. Auf der ersten Reihe kommt natürlich hier einmal unsere weiße Betonreihe. Dann wieder unsere graue und die können wir gleich hier einmal so überstehen lassen, hier an der Ecke. Ja, weil wir ja, sag ich mal, das wieder verbinden wollen mit unserem Gebäude. Und das ist so das Letzte, was wir heute machen. Weil in der nächsten Folge kommen dann die ganzen Etagen drauf, wie wir die duplizieren können und dann Fahrstuhl und so. Da muss ich mal gucken, wie ich mir das nochmal so, bastel, dass das auch alles eigentlich sehr verständlich ist zu erklären. So, jetzt müssen wir mal aufpassen. Ups, aufpassen. Hier nicht verkehrt bauen. Aber das war es immer noch nicht. Eine Sache haben wir noch, und zwar diese Seiten natürlich noch mit hochziehen. Das heißt, komplett so wie wir die jetzt, sag ich mal, hier haben, könnt ihr die hier einmal mit hochziehen und zwar auch auf die gleiche Höhe, wie wir das jetzt hier haben. Ne? Das setzen wir einfach hier mal gleich mit. So, und wer natürlich aufgepasst hat, der weiß, man kann dann auch noch hier wieder bei unserer grauen Betonreihe hier wieder einmal unseren Treppen platzieren. Und jetzt haben wir, sag ich mal, hier einen Abstand von 5 Blöcke. Ist auch wirklich nur der einzige Bereich von unserem Hochhaus, wo wir, sag ich mal, hier 5 haben. Ansonsten haben wir hier immer dazwischen 4 Blöcke. Hat einfach damit zu tun, weil ja diese Etage ein bisschen größer ist. Weil ja, das sage ich natürlich, die ganze Gastwirtschaft drin ist, ne? Und dann setzen wir natürlich noch unsere Treppen hier rein. Und bei den Treppen hier natürlich hier beim großen Fenster können wir wieder diese Strebe einmal ziehen. Ne? Das ist dann das Fenster auch ein bisschen besser. So, schön abgestützt. Wunderbar. So, andere Seite habe ich mir dann auch nochmal hochgezogen. Und jetzt sind noch 2 Sachen, die wir noch zum Schluss machen. 2 schöne Sachen. Keine Angst. So, wir gucken einmal hier, wo, sag ich mal, die nächste Etage anfängt. Da. Dann können wir hier vorne das einmal hier so zack zuziehen. Das können wir ruhig machen. So. Ja. Dann haben wir ja, sag ich mal, da auch so eine Fläche von, was haben wir hier? 4 Blöcke. Und wie gesagt, ihr könnt euch das ja später im Nachhinein auch immer noch, sag ich mal, verkleinern. Ne? Wenn ihr meint, oh nee, ich will nicht so groß, ich will mir auch noch so eine Tür basteln, dann kannst du hier das immer noch verkleinern. Ja, das ist keine Frage, das kann man immer gerne machen, wenn man möchte. So, aber ansonsten geht es jetzt, sag ich mal, hier erstmal so weiter. Sag ich mal, jetzt hier diese Zwischenräume lassen wir frei, die werden wir nächste Folge komplett bearbeiten. Sondern du kannst jetzt einfach hier noch deine Deckeebene reinziehen. Und zwar einfach in unserer grauen Betonreihe. Ist ja ganz gut markiert hier überall, dass du dann hier einfach nochmal die Decke einfach mal reinziehst. So, dann haben wir auch schon mal die Decke geschafft. Und dann sind wir ja erstmal für heute mit der Folge fertig. In der nächsten Folge geht es dann weiter, dass wir natürlich die Seitenteile ein bisschen besser machen. Ne? Fahrstühle rein, Treppen rein. Na gut, Fahrstühle erstmal nur so die Hülle rein. Ne? Was da wirklich für ein Fahrstuhl wieder kommt, da gucken wir mal. Und dann geht es auch mit der nächsten Folge weiter, dass wir uns dann Etage für Etage hier hochzimmern können. Wir müssen insgesamt dann noch 2 weitere Etagen machen, bevor wir zum Duplizieren kommen. Ich erkläre euch dann auch noch warum. Aber ansonsten haben wir heute viel geschafft. Ich freue mich auf die nächste Folge. Die ist wie immer am Ende verlinkt. Auch irgendwo in der Infobox findest du nochmal das nächste Video für die nächste Folge.
Aber ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Wünsche dir viel Spaß schon mal beim Rumbasteln. Und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.